Torno Business Personality, ein Podcast für Fach- und Führungskräfte und solche, die es werden wollen. Die kleine Weiterbildung für zwischendurch. Von und mit Ortro Torno, Trainerin und Coach aus Fulda. Moderiert und betreut von Thomas Noll. Hallo Ortrud, ich grüße dich zu unserem 5. Podcast. Ja, hallo Thomas, schön, dass du wieder Zeit hast und dass wir zusammen sind. Ja, heute haben wir ein Thema, das nennt sich Mitarbeiter- oder Personalgespräch, habe ich es mal getauft. Mhm. Und ich starte mit dem Zitat aus deinem Tunbuch: Harte Worte schmerzen immer, egal wie berechtigt sie sind. Mhm. So, und das sind wir sofort beim Thema. Richtig. Mitarbeitergespräche sind ja nicht immer so sehr beliebt. Ich glaube, viele haben so ein mulmiges Gefühl, wenn sie zu einem Mitarbeitergespräch eingeladen werden, also der Mitarbeiter selbst, wenn die Geschäftsführung eben zum Mitarbeitergespräch einlädt. Und damit wollte ich mit dir sprechen und deine Meinung und deine Erfahrungen hören. Wichtig ist jetzt erstmal für mich, wie verstehe ich es als Arbeitnehmer, also als Mitarbeiter, Kritik nicht negativ zu verstehen, wenn ich zum Mitarbeitergespräch eingeladen werde oder wenn ich weiß, da werden natürlich auch Worte fallen, die jetzt nicht so angenehm sind. Muss denn ein Mitarbeitergespräch immer ein Kuschelgespräch sein? Oder wie siehst du das? Ja, also eine erste Antwort auf die letzte Frage, die da drin ist, ich werde noch mehr Dinge berücksichtigen, ist: Zuhören, ausreden lassen, nicht rechtfertigen, nur Verständnisfragen sind erlaubt, Danke sagen. Okay. Aber das erfordert natürlich eine wahnsinnige Disziplin, an sich zu halten, denn nicht jeder Chef oder Vorgesetzte spricht so, dass ich so reagieren kann. Mhm. Harte Worte schmerzen immer, egal wie berechtigt sie sind. Sender und Empfänger schon ein Thema. Erlaubt mir noch mal ein paar Sätze im Vorfeld. Ja, gerne. Ein Mitarbeitergespräch wurde ja irgendwann vor Jahren, das gibt es ja schon sehr lange, dennoch machen es manche Firmen nicht, mittlerweile ist es wieder out. Mhm. Das Mitarbeitergespräch wurde mal eingeführt, weil die Führungskräfte sich nie die Zeit nahmen, mit dem Mitarbeiter überhaupt mal zu sprechen. Mhm. Weil, was weißt du über deinen Mitarbeiter? Wenn ich das in meinen Trainings heute noch sage, sind viele die Ängsten und da, wo mit denen sie am meisten, am liebsten arbeiten, wissen sie was, mit dem anderen schon gar nicht. Mhm. Das war natürlich vor Jahren noch wesentlich deutlicher und gravierender und so wurde das Mitarbeitergespräch eingeführt. Okay. Und das Mitarbeitergespräch der Einführung, da spüre ich heute, wie wurde es eingeführt? Denn manchmal wird es gar nicht mehr gemacht, weil es falsch eingeführt worden ist. Mhm. Weil die Ängste gilt es zu nehmen. Natürlich ist es wichtig, wenn ich die Führungskräfte heute noch habe, Mitarbeitergespräch, sage ich, woran denken die Mitarbeiter, wenn ihr Name fällt? Was haben sie für ihr Image getan? Ja, ja. Und dementsprechend werden die mit einer Haltung auch ins Mitarbeitergespräch reingehen. Okay. Denn ein Mitarbeitergespräch ist im Regel ein Feedbackgespräch. Okay. Wenn wir jetzt heute in 2018 auf Mitarbeiterführung, transformationale Führung gucken, geht mir heute eher in Feedbackgespräche zu machen. Was auch dem der Namensgebung etwas mehr Charme verleiht. Ja, und dieses Feedbackgespräch, das ist etwas, was ich zeitnah während des Jahres auch mache, was leider nicht gemacht wird. In der Vergangenheit wurde oft ein Jahresgespräch gemacht, im Vertrieb manchmal nur nach Zahlen und Ergebnissen. Mhm. Da wurde der Mensch nicht betrachtet, da wurde nicht geschaut, wie schaut es in deiner Persönlichkeit aus, deiner persönlichen Weiterentwicklung, deine Sozialkompetenz, wie bist du teamfähig, konfliktfähig oder wie bist du organisiert, strukturiert, wie erreichst du deine Ziele? Ja. Sondern es wurde nur nach den Ergebnissen und Zielen geschaut. Ein Jahr im Mitarbeitergespräch sollte ja eine Hilfe sein zur persönlichen Entwicklung. Mhm. Also es braucht seine Zeit. Also nur das gleich nochmal, weil du gerade das Ergebnis sagtest. Ja. Also die Ergebnisse sind, so wie ich das jetzt verstanden habe, nicht das alles entscheidende Kriterium für eine Beurteilung eines Mitarbeiters. Ja, und das ist etwas, da hast du eben auch in deinem Eingangsstatement schon zwei Sachen gesagt, die wichtig sind. Es ist eine Zielsetzung. Geht mir es um die Leistung zu beurteilen? Okay. Geht es mir um Ergebnisse zu kontrollieren? Oder geht es um Potenziale für die Zukunft zu entdecken?
Weil okay. Was ist Ziel eines Mitarbeitergesprächs, eines Jahresgesprächs, will ich es mal nennen. Und das ist vielen Firmen gar nicht so bewusst. Was soll dieses Jahr Ziel sein? Ich habe manche Firmen, wo ich sage, machen Sie gar nicht so viele Seiten, was ist Ihr Hauptziel? Schauen Sie mal, wo haben Sie Ressourcen? Wer will was im Unternehmen? In welche Position? Fragen Sie die Leute mal. Ja. Tun Sie allen Ihren Führungskräften gewisse Fragen vorgeben, die Sie zu fragen haben, um nachher eine Analyse zu haben als Personalentwickler und zu gucken, wo geht's hin. Mhm. Ich habe eine Firma gehabt, da haben wir mal gemacht, wer kann welche Sprachen. Weil es gilt sich, wenn ich mich internationaler aufstelle, wo habe ich denn Ressourcen, die ich nutzen kann, ob jetzt für Key Account, für Vertrieb, für Telefon, wie auch immer, in den Dienst. Ja, und dieses, das ist wichtig. Und dieses Jahresgespräch war in der Vergangenheit manchmal einmal und dann nächstes Jahr wieder. So, aber in der modernen, wenn es um Transformieren geht, Menschen transformieren in eine andere Denke, in ein anderes Handeln hinein, dann ist es wichtig, zeitnahes Feedback zu geben. Und das gefällt mir zum Beispiel, wenn ich mit jungen Menschen arbeite. 25, 26, er kriegt das, da ich eine Tochter habe, die im Alter ist, bin ich mit vielen jungen Menschen zusammen, die jetzt überall arbeiten. Und spannend ist, wenn die dann berichten, wie es denen in der Arbeit ergeht. Da sagte doch eine neulich, ich habe Glück, ich habe da jemand, die heißt Martina, die ist jetzt um die 40 Jahre alt, die hat mir schon nach einer Woche Feedback gegeben, was sie will und was sie nicht will. Sie hat mir aber auf Vorfeld auch ganz klar gesagt, was erwartet sie von mir. Mhm. Und sie hat mir die Möglichkeit gegeben, auch meine Erwartungen darzulegen. So, und dann wusste ich nach einer Woche schon, welches Verhalten kommt gut an und nicht. Und nach einem Vierteljahr hat die mit mir dann gesprochen, ob ich bestimmte Ziele, die sie mit mir gemeinsam erarbeitet habe, ob ich sie erreicht habe. Und jetzt ist ein Jahr um. Jetzt habe ich natürlich nochmal einen befristeten Arbeitsvertrag. Wenn ich aber weiter mit ihr gemeinsam arbeite, dann werde ich auch übernommen. Und in dieser, das ist eine Begleitung. Heute spricht man von einer Begleitung. Und deswegen dieses Jahresgespräch. Das ist wichtig, dass beide auf Augenhöhe sich begegnen. Das war ja eine deiner Fragen. Ja. Im Dialog. Und es wird hier oft nicht Dialoge gemacht, sondern Monologe. Das heißt, der Chef erzählt, was er mal wegen erwartet. Und es wird abgestraft. Okay. Aber will ich einen Mitarbeiter, ist eine Zielsetzung? Will ich dich behalten? Will ich dich loswerden? Ne? Also ist es schon etwas Wichtiges, mit welcher Haltung gehe ich in ein Gespräch hinein? Und ich sehe dahin, da hast du eben auch was gesagt, der Geschäftsführer lädt ein. Ich lerne von Vorbildern. Mhm. Wenn ein Geschäftsführer ein Mitarbeitergespräch nicht professionell führt, dann lernen die anderen, es genauso zu tun. Dann brauchen sie nicht zu wundern, wenn nachher nichts dabei rauskommt. Und dann erlebe ich oft in Firmen, das heißt, haben wir mal gemacht, machen wir nicht mehr. Es ist eigentlich erstaunlich, warum wird das so wenig angenommen? Oder aus deiner Erfahrung gibt es keine Mitarbeitergespräche in vielen Firmen? Ja, was heißt, es wird zu wenig angenommen? Es wird praktiziert, aber es wird nicht als Führungsinstrument bewusst genutzt. Es ist eines der Führungsinstrumente. Wobei ich jetzt ganz bewusst sage, bitte, es ist nicht nur eins, es gibt viele. Aber dieses Gespräch, und viele Menschen geben den Kommunikation zu wenig Raum in der täglichen Arbeitswelt. Mhm. Weil wenn ich am Anfang viel kommuniziere, entstehen weniger Fehler und zum Schluss habe ich weniger Konflikte. Aber gerade heute der Begriff Onboarding, Neueinsteigen, wie auch immer, das sind Themen, die sind wichtig, um die Leute ankommen zu lassen. Mhm. Aber durch die schnelllebige Zeit, die wir heute haben, bleibt wenig Zeit. Durch die, jetzt bin ich mal ganz bösartig, schlechte Mitarbeiterführung, hat der am meisten Zeit, der am wenigsten ausgebildet ist. Also ein Neuer, was lernt er wieder? Und was lernt er von dem, der am meisten Zeit hat, weil man ihn nicht gebrauchen kann, nicht das, was die Firma für die Zukunft braucht. Deswegen ist dieser Blick auf Mitarbeiter ein ganz wichtiger Blick. Und es gilt wirklich zu schauen, welche Führungskultur wollen wir denn eigentlich entwickeln? Aber gerade in Zeiten vom Fachkräftemangel ist es doch eigentlich wichtig, so ein Feedbackgespräch zu führen, weil ich möchte ja auch wegen mein Personal halten. Das ist ja heutzutage kritischer denn je in meinen Augen. Wie siehst du das? Ja, je fairer Umgang mit Mitarbeitern und Transparenz, Offenheit, Vertrauen, das sind so wichtige Begriffe, die heute wichtig sind. Und dieses, was erlebe ich vom ersten Moment an und wie kriege ich Feedback? Mhm. Hier schaut doch mal, da habe ich manchmal Leute, die sind 2 Jahre, gehe ich mal in die Ausbildung. Das sind Leute im 3 Lehrjahre,
2 Jahre sind sie schon dabei, kommen im 3. Lehrjahr in eine Abteilung rein, kriegen ein Feedback, dass sie grottenschlecht sind. Man kann sie nicht mit zum Kunden nehmen, so wie sie rumlaufen. 2 Jahre lang hat keiner denen was gesagt. Das ist wie schon unfair ist es? Wie ist es? Ich erlebe, da habe ich Leute, die sagen, wir müssen mal gucken, unsere Leute, die sind mit 45, sind alle alt stehen geblieben, wollen sich nicht weiterentwickeln. Haben sie es denen mal gesagt? Wann haben sie denen gesagt, was für Leute sie brauchen? Es ist unfair. Und deswegen ist es heute, das wird recht unterschätzt, dieses Feedback geben, Feedback nehmen als ein Führungsinstrument und als Kultur ist was Wichtiges. Setzt natürlich voraus, ich muss es lernen und jede Führungskraft, egal was er für einen Charakter mitbringt, wie habe ich es zu platzieren, gerade wenn ich Mitarbeiter halten will. Ich kriege oft Anfragen zu Vorträgen, Mitarbeiter finden und Mitarbeiter binden. Ja. Gerade im Hinblick auf Fachkräftemangel. Und das ist nicht nur in der Facharbeiterbranche. Es ist bei Ingenieuren, es ist bei Steuerberatern, es ist in vielen anderen Berufen ist es ein Thema, gute Leute zu haben. Ja. Und wirklich gute Leute, und da merke ich immer wieder, wenn Leute so, ja, ich habe jetzt wieder jemanden, der ist 50, 52, sag ich, warum ist er weggegangen? Auch da muss ich kritisch drauf gucken. Ja, hat er sich nicht weiterentwickelt? Warum jetzt hier? Wie viel Kraft muss ich reinbringen? Also es gilt schon wirklich bewusst heute mit diesem Ganzen zu arbeiten und auch die Lebensphasen ein bisschen mit zu berücksichtigen. Mhm, okay. Aber die kriegen oft kein Feedback bekommen und plötzlich sollen die von 0 auf 180 kommen. Geht nicht. Mhm, und da schaue ich rein, wie sind denn die Skills? Welche Mitarbeiter haben sie denn? Und welches Style, welche Kultur war in der Vergangenheit? Und hier gilt es wirklich zu schauen, wo starten wir. Okay. Gerade das Feedback ist ein Instrument, wo ich sehr schnell Einfluss nehmen kann. Aber es muss fair sein. Okay. Harte Worte schmerzen immer, egal wie berechtigt sie sind. Und das ist etwas wichtig, was für einen Wortschatz habe ich überhaupt. Aber sie schaffen Klarheit. Das ist ja auch. Ja, ich muss es auf den Punkt bringen. Ja, ja. Das ist ganz klar. Mhm. Nur, ich habe eben gesagt eingangs, wie muss ich mich als Feedbacknehmer verhalten, wenn es geil ist. Und ein Feedbackgeber muss genauso sagen, ein Feedback darf nicht persönlich sein. Es muss zeitnah sein, es muss an bestimmten Punkten sein, festmachen können, wo genau mache ich das fest. Es darf nicht verallgemeinert werden. Und was ganz wichtig ist, ich muss die Haltung in mir drin haben, als Mensch bist du okay. Mhm. Thomas, du würdest merken, wenn wir miteinander reden und ich würde immer nur denken, was will der denn? Und du würdest auch merken, wenn ich mich schwächer fühlen würde als du. Ja, ja. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was im Mitarbeitergespräch ein Thema ist. Weil wir sind kameradschaftlich, wir sind Dialog, wir gucken, was wir gemeinsam jetzt zum Wohle der Firma hier erarbeiten können. Und es geht nicht allein um dich, es geht nicht um mich, es geht um die Ziele der Firma. Und das wird oft vergessen. Okay. Wie würdest du jetzt ein Mitarbeitergespräch aufbauen? Oder sage ich es mal, Feedbackgespräch, ich habe mir ja schon gesagt, klingt eigentlich viel, viel besser. Nee, es ist das. Bitte nicht böse sein, dass ich jetzt unterbreche. Ja. Ein Jahresgespräch ist ein Kick-Off-Gespräch, durchaus noch berechtigt und gut. Es gilt nur zeitnah zu feedbacken. Mhm. Was machst du? Angenommen, da soll jemand, sage ich mal, in einer Automobilbranche, ich nenne jetzt keine Branche, damit ich nicht angreifbar bin, haben ein Ziel vereinbart, ich soll in diesem Jahr 30 Autos verkaufen. Ja. So, wenn ich jetzt als Vertriebsleiter nicht nachhake, zum Beispiel im Februar, was hast du bis jetzt unternommen, weil jetzt kommt das Frühjahr, so, ich muss feedbacken, ich muss gucken, ich muss nachhaken und Feedback. Vielleicht brauchst du Hilfe, vielleicht hast du keine Struktur vielleicht, und vielleicht fehlt dir auch ein Bekanntheitsgrad, ein Netzwerk. Mhm. Dann kann ich Einfluss nehmen. Ja. Ich kann mich nicht dann am 31.12., das ist ja meistens im März dann immer, von März zu März, mich hinsetzen und sagen, und hast nur 15 verkauft, woran lag's? So war es in der Vergangenheit. Mhm. Merkst du? Und deswegen brauchen wir die Feedbackgespräche dazwischen. Okay. Aber du hattest eine Frage, entschuldige, dass ich unterbrochen habe. Ja, es ging mir eigentlich um eine Struktur, wenn ich jetzt, was ich Chef bin oder Personalleiter, macht es Sinn, mir meinetwegen vorher so eine Art, ja, kurzen Checkliste zu machen oder soll ich eher spontan aus dem Bauch heraus in das Mitarbeitergespräch gehen? Wie würdest du empfehlen? Also wichtig ist, dass zunächst nach diesem Kompetenzmodell fachliche Anforderungen methodisch
ne, organisatorische Anforderungen, persönliche Anforderungen, wie viel Persönlichkeit, welche Persönlichkeit brauche ich, aber auch die Sozialkompetenzen, nämlich das Thema Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit und die Art und Weise der Kommunikationsfähigkeit sollte schon irgendwo mal verschriftlicht werden. Natürlich passend zur Abteilung, passend zur Firma, passend auch zu der zu dem Bereich, wo wir auch arbeiten. So, und dann ist es gut, meistens haben die so viele Blätter. Heute arbeite ich manchmal mit einem Blatt nur, um einfach mal eine Selbsteinschätzung zu machen. Dieses Blatt sollte jeder haben. Also einfach, dass man das mal kurz und knackig dokumentieren kann. Genau. Und es sollte aber auch definiert werden, was ist das Ziel des Mitarbeitergesprächs? Gucke ich auf Potenziale, gucke ich auf Leistung oder auf Ergebnisse? Ne? Und Leistung, dann, ein Ziel kann dann sein, bei den Potenzialen, wo tue ich dich fördern dieses Jahr? Was fehlt dir noch? Bei der Leistung ist, wo brauchst du Stärke? Bei wem kannst du was lernen? Und Ergebnisse, wie kriegst du jetzt mehr Ergebnisse? Zum Beispiel Abschlüsse im Vertrieb oder im Verkauf oder wie auch immer. Das ist eine Zielsetzung, die muss ich vereinbaren. Und während des Jahres gehe ich da natürlich hin. Und jetzt ist es schön zu gucken, die meisten Fehler machen dann Mitarbeiter, die Führungskräfte, die fangen an und erzählen. Anstatt also, zu fragen. Gehen Punkt für Punkt durch. So, ja, das ist ja tröde, ne? Irgendwann habe ich keinen Bock mehr zuzuhören. Das ist ein Ding. Also, ich gebe immer den Tipps, wenn wir wirklich trainieren, ne, dass ich anfange als Chef und möglichst schnell eine offene Frage stelle. Lass den anderen sprechen. Ja, okay. Zum Beispiel, was sind deine drei wichtigsten Punkte, über die du oder über die sie mit mir sprechen möchten? Mhm. Gleichzeitig ist das eine Wertschätzung. Das bedeutet aber auch, dass man wegen ich vielleicht als Chef meinen Mitarbeiter dazu einlade, sich auch vorzubereiten. Ja, natürlich. Mhm. Das ist ja fair. Wenn wir über Fairness sprechen, ist es ja wichtig, in jedem Gespräch habe ich die gleiche Vorbereitungszeit wie du auch. Mhm. Und es ist ja unfair zu sagen, kommen Sie mal gerade her, ich habe mit Ihnen mal ein Mitarbeitergespräch führen. Ja. Ne? Also, hallo. Ne? Hi, das ist ja total, welche Mitarbeiter will ich für die Zukunft haben? Die mitdenken oder die Ja-Sager? Das ist eine Zielsetzung. Und natürlich ist es ein Mitarbeitergespräch auch wichtig zu hinterfragen, was mache ich als Führungskraft gut, was aus deiner Sicht könnte ich verbessern. Das heißt also, auch der Mitarbeiter darf einen Chef beurteilen. Was wünsche ich mir? Mhm. Okay. Was wünsche ich mir? Ne? Ja. Also beurteilen, bewerten sind ja harte Worte. Ne? Und es ist mal spannend, ich habe mal für eine Universität, das sollte im Jahresgespräch für Ökotrophologen eingeführt werden. Ja. Da habe ich mal die Professoren alle gehabt und habe aber, weil das ganz neu war, war schon ein paar Jahre her, da habe ich gesagt, so, die ganzen Professoren, wovor haben Sie Angst, wenn Sie jetzt ins Gespräch gehen? Mhm. Und habe dann die Betroffenen, sage ich mal, die Mitarbeiter, wovor haben Sie Angst? Das war so spannend. Und dann habe ich alle zusammengenommen und habe sie mit diesen Ängsten konfrontiert. Okay. Und dann haben wir geschaut, wie können wir das abbauen? Das war eine unheimlich wichtige Vorgehensweise, weil es ist ja was völlig Neues, so nicht fachliche Themen plötzlich zu platzieren. Auf jeden Fall, die Mitarbeiter hatten Angst vor der Führungskraft, die rein aus ihrem eigenen Gusto heraus beurteilen, dass die nicht objektiv sind, sondern kann ich mit dir. So, und entspannend war zum Beispiel, die Professoren fühlten sich manchmal schwächer manchen Mitarbeitern gegenüber und hatten Angst, dass die in diesem Gespräch so richtig ihr Fett abkriegen und dadurch das Feedback natürlich knallhart auf sie zurückkommt. Und hier ist es wichtig, wie reif ist denn meine Abteilung, wie reif ist mein Team, inwieweit sind die Feedback-Regeln überhaupt bekannt? Mhm. Und jetzt komme ich wieder zu meinem ersten Satz, woran denken Menschen, wenn mein Name fällt? Was tue ich für mein Image? Merken Sie? Und das ist immer so spannend und ich finde es immer schön, ich kann immer wieder neu anfangen, daran zu arbeiten. Und oft sage ich so, bevor wir jetzt das Jahresgespräch machen, bauen Sie erstmal Ihr Image ein bisschen besser auf. Okay. Machen Sie mal Einzelgespräche, gehen Sie mal dahin und machen das. Vielleicht letzte Frage, ist es denn wirklich sinnvoll, einmal nur im Jahr so ein Feedbackgespräch zu machen oder ein Zielgespräch? Oder? Ja, ich sage jetzt noch einmal ja. Es ist einmal im Jahr ein Gespräch, aber das bringt es nicht. Ich wiederhole nochmal, nehme mal Bezug auf mein Autohaus. Mhm. Ich muss zwischendurch mindestens viermal im Jahr gucken, wo stehst du? Was brauchst du noch, um dein Ziel zu erreichen? Also ein Zwischengespräch. Das ist ein Zwischengespräch. Okay. Und das ist ja das, wo ich sage, die Feedbackgespräche werden heute wichtig. Mhm. Zeitnahes Feedback. Übrigens, erlaub mir wieder mal einen kleinen Ausflug in mein chirologisches Wissen. Ja, gerne. Die Generation von heute, also sprich die nach 74, 75, jetzt gerade in den 80er, 90er Jahren, die wollen Feedback haben. Die sind auch knallhärter in ihrem Feedback, was du kriegst. Mhm. Da sagt dir ein 30, 40-Jähriger direkt ins Gesicht, das gefällt mir nicht, machen Sie es erstmal selber, Sie leben es nicht vor. Okay. Weil die setzen sich ganz anders mit den Werten auseinander.
Und da sind viele nicht vorbereitet. Oh ja, gut, dass du das sagst. Und das ist zwar ein neuer Konfliktstoff. Ja. Und dann sagt, der war ja vielleicht frech, der hat mir... Das sage ich, das ist nicht frech, der sagt das, was Sache ist. Nur wie gehen Sie mit Feedback um? Und deswegen ist es immer gut, wenn wir im Vorfeld Feedback-Regeln erstmal platzieren, die ich eben genannt hatte. Gut, Ortrud, ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer mit deinen Tipps ein Stück weit mehr diese Dinge auch umsetzen. Mitarbeitergespräch, Feedbackgespräch, Jahresgespräch, wie sie es auch immer taufen oder wie sie es immer nennen wollen. Ich danke dir erstmal ganz herzlich. Bis zum nächsten Podcast. Ja, erlaub mir noch einen Satz zum Schluss. Ja, gerne. Es gibt heute nicht, dass die Menschen das alles nicht wissen. Jeder weiß es. Ja. Ich, tun Sie es. Das ist immer meine Bitte, tun Sie es. Wie das Tunbuch. Genau, das Tunbuch. Und ich sage dir danke, Thomas, für dein Interesse gerne. An meinen Themen. Bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Alle Informationen zu Ortrud Horno gibt es auf der Webseite www.torno.de. Hier sind auch alle Workshops und Vorträge von Ortrud Horno veröffentlicht.